Das ist doch nicht dein Ernst! Sehr, sehr geil. Und willkommen zurück zu Watch Dogs. Wir gucken uns jetzt mal die Online-Aufträge an, wo wir letztes Mal gestoppt haben. So, wer es nicht gesehen hat, einfach den Part zurückgehen und in... und angucken. So. So, hier ist Online-Hacking-Entschlüsselung. Kann sich auswählen. Online-Hacking wählen und Ziel anfordern. Online-Hacking wählen. Hallo? Ah, hier, okay. Voll vercheckt, Mann. Auf der Straße von Chicago hat sich ein rivalisierender Fixer Informationen beschafft, die sie brauchen. Ziel, das Handy des Fixers hacken, eine Backdoor installieren, die Daten stehlen und dann fliehen, bevor sie entdeckt werden. War ich eigentlich auch immer so. Tun sie dem Fixer nichts. Die Daten sind wertlos, wenn ihm etwas zustößt. What the fuck? Okay. Weltrang Top 70%. Okay, wahrscheinlich voll der Cheater, so. Und ich glaube, ich bin viel zu leise. Ich muss da näher ans Mikro dran. WTF. So. Egal. Wo kann ich jetzt hier klicken? Voll verpeilt schon, ey. Los. Ah, hier. Was du heute kannst besorgen. Mal sehen, was ich für einen Auftrag ergattern kann. Das verschiebe immer auf morgen, Mann. Ah. Hacken wir erstmal die Penner da aus. Rauben wir die Penner da aus. So. Ach, suche nach Spielern zum Hacken. Aber ich glaube, ich sag mal lieber nix. Gestern hatte das Ubisoft-Netzwerk ein paar kleine Probleme, weil sich jeder wirklich ein Spiel runtergeladen hat. Aber wir warten einfach mal ab. Und hacken in der Zeit hier mal ein paar Geldautomaten und holen uns ein bisschen Kohle. Oh, ah, Blue Screen. Was passiert? Online Hacking, One gegen One. Hey, immer sachte. Nichts, keine Aufträge. Ich muss später wiederkommen. Ah, okay, schade. Ja, ich denke mal, diese Online-Geschichte mache ich eh separat. Okay, jetzt kann ich Jordys Job erledigen. Irgendeine Art Fahrauftrag. Jemanden irgendwo hinbringen. Okay. Aber bestimmt kein typischer Taxiservice. Der Trick bei diesen Jobs ist, den Cops auszuweichen. Okay, da brauche ich jetzt aber erstmal ein gutes Auto. So, warte mal. Ich steige ja ganz gerne meine neuen Autos ein, damit ich die auch zur Auswahl habe, wenn ich mir eins bestelle. Und nehmen wir da dasselbe, weil ich das geil finde. Hallo. Nein, das stimmt. Notrufzentrale, welches Problem liegt vor? Polizei, es ist dringend. Oh. Ah, WTF. Oh. Ich fahr mal hier raus aus dem gelben Kreis. Und dreh da hinten wieder auf Fahrt zurück. Hey! Oh fuck, der gelbe Kreis erwischt mich. Also wenn der gelbe Kreis sich schließt da unten oder sich füllt, besser gesagt. Oh. Dann verfolgen mich die Bullen. Oh! Akzeptieren! Okay, spiele ich jetzt zum ersten Mal. Ich habe keinen Plan, was jetzt auf mich zukommt. Du musst ihn finden, hacken und eine Backdoor installieren. Oh, Backdoor. Okay. Ist das richtig, was ich hier mache? Raus da! Verschwinde! Ich bleib hier einfach mal in dem Kreis. Ihr seht gerade, ich bin leicht verwirrt. Deswegen verstecke ich mich hier einfach mal. Ich glaube, er weiß auch nicht, was er machen muss. Das ist geil. So.
Halten Sie Abstand. Nein. Lauf. Oh. Nein. BTF. Meine Bekanntheitspunkte. Sie sind tot. Hack beendet. Okay, gut, dass wir darüber geredet haben. Da liege ich tot. Okay, kein Problem. Machen wir nächstes Mal besser. Wir machen jetzt einfach den Auftrag, den wir machen sollen. Ich denke mal, so Online-Sachen werde ich auch mal ein bisschen so spielen. Was soll das, ne? Oh, da hinten ist eine geile Karre. Der Weiße. Ja. Bewegung. Ach mal, jetzt ruft er wieder an. Das ist ein Notfall, echt dringend. Ja, ist sofort schon dringend. Bam. Kann ich auch so einen Fokus aktivieren hier? Das war dann total scheiße zu fahren. Oh. Also nicht so schön wie in manch anderen Spielen, wo das schon implementiert wurde. Oh. Achso, da kommt der Nächste. Der nächste Scan. Achso, der... der bewegt sich sogar, der Scan. An alle Einheiten, der CTOS-Scan war ohne Ergebnis. Der ist weg. Tut uns aber leid. So, jetzt fahren wir zu dem Auftrag. Wie lange wir hier schon rumpimmeln, ne? Das ist echt der Wahnsinn. Oh. Willst du gekonnt um die Ampel fahren? Ja, hat ja gut geklappt. Oh, so, da hinten gleich links abbiegen. Ich hätte ja auch Navi aktivieren können, hat er mir den besten Weg gezeigt. Aber so ist eigentlich auch ganz nice. Wir haben beide Autos angetitscht. So, da hinten jetzt wieder auf den schönen Parkplatz, wo wir letztes Mal schon waren. Genau. Der springt einfach mal auf das Auto drauf. Hä? Ah doch, hier, hier. Hier ist er. Na? Ja. Wo verdammt warst du denn? Es ist alles im Arsch. Scheiße, Mann, es ist alles im Arsch. Bin unterwegs. Tempo, Mann, die finden mich sonst. Tempo! Ah, erreichen Sie für den Fahrauftrag die Westinsel. Chicago Police hat einen nächtlichen Einbruch in einer Produktionsanlage vereitelt. Einer der Einbrecher starb am Tatort, ein zweiter ist auf der Flucht. Rechnen Sie wegen Straßensperren mit Verzögerungen am Parker Square. Oh! Ich bin der beste Fahrer der Welt. Wie behindert. Hä? Polizeiverfolgung bestehen aus drei Phasen. Scan, Verfolgung, Suche. Leitstelle hier haben grünes Licht für City. Scheiße. Ja lol, jetzt zeigen die mir das erst. Habe ich doch schon 8-mal gemacht. Leitstelle hier haben grünes Licht für CTOS-Scan. Suchen jetzt nach Verdächtigen. Bleib bitte erstmal hier kurz, bis das weg ist. LS an Einsatzkräfte. CTOS-Scan nach Verdächtigen wird gestartet. Guck mal, hier muss doch irgendwo die Abfahrt sein, da fahre ich ja wieder runter. Da. An alle Einheiten, CTOS-Scan initiiert. Achso, ich soll den Flüchtigen unbemerkt erreichen, wie behindert. Ich dachte, die scannen jetzt ja dreimal und dann ist gut. Alle Einheiten aufgepasst, LS beginnt jetzt CTOS-Scan nach Flüchtigen. Das geht hier aber rasanter als sonst. Alle Einheiten aufgepasst, LS beginnt jetzt CTOS-Scan nach Flüchtigen. Geiler Funk, so immer dasselbe. An alle Einheiten, CTOS-Scan initiiert. Na? Ich hoffe, du
brauchst eine Einladung, sonst bist du tot. Ich bin der Fahrer. Scheiße, Mann, was hat so lange gedauert? Hast du ein Auto? Das Ding ist völlig platt. Nein. Meine Regeln, dein Auto. Das ist der Job. Also gut, Mann, komm, wir müssen. Voll die dumme Regel, der andere Wagen ist doch viel besser. Voll ist ja nicht so auffällig mit den Kugeln drin. Wie sie suchende Gegner entkommen. Achso, irgendwo abstellen, F drücken. Okay. Oh. Es ist alles schiefgelaufen. Eddie ist tot. Alter, sind da viele. Oh Mann, die Bullen kamen aus dem Nichts. So eine Scheiße. Folge einfach der Strecke und halt die Augen offen. Die Bullen suchen uns. Deine Strecke ist Selbstmord. Sitz still und halt den Mund. Halt dich an den Plan. Ich weiß, was ich tue. Und deswegen ist dein Kumpel jetzt tot? Halt den Kopf unten. Oh. Leitstelle, wir kümmern uns um die Gassen und versuchen, ihn rauszutreiben. Verstanden. Alle Brücken der Umgebung sind oben, außer Wells. Aber da kommt gleich Verstärkung rein. Das ist aber spannend. Oh nein, wo muss ich her? Also, wie lautet der Plan? Sprich mit mir. Du musst dich beruhigen. Die ganze Insel ist dicht. Wir bleiben in den Seitengassen. Parkhäuser. Immer außer Sicht. Sobald ich den Motor und die Lichter abstelle, verhältst du dich ruhig. Dann sind wir nur ein geparktes Auto. Verstanden? Ja. Oh. Okay. Scheiße, meine Hände hören nicht auf zu zittern. Geparktes Auto, die Schilder. Hast du schon mal einen mit Bauchschuss gesehen? So viele. Na komm, Mann, sprich mit mir. Ich flipp gleich aus. Oh mein Gott. Vielleicht lebt Eddie noch, hä? Er wurde im Bauch getroffen. Hab mal gehört, das sei nicht so schlimm. Ist das wahr? Sowas kann in beide Richtungen. Wenn die Kugel nicht durchgeht, wird es ein Kollateralschäden. Hör mal, die Kopf werden antworten. Oh, also mein Gott. Freund, sicher ins Krankenhaus. Scheiße, Mann. Du hast doch schon viele Bauchschüsse gesehen, hä? Wie viele davon haben überlebt? Überlebt? Konzentrieren wir uns darauf, dich hier rauszubringen. Was ist denn Überleben beim Bauchschuss? Der geil. Fahren jetzt alle hierher? Ne, ne? Mein Gott, ich hab Eddie getötet, ich weiß es. Ich habe Sirenen gehört und einfach reagiert. Ich dachte, ein Verletzter hält sie vielleicht auf. Ich hab auf den Arm gezielt, Mann. Ich schwöre bei Gott, einer von uns musste es schaffen. Vor die Tür zu machen. Ging nicht. Diese Leute. Oh nein! Diese Leute akzeptieren kein Versagen. Die Polizei sucht jetzt nach einem Schützen statt nach einem Einbrecher. Das macht es nicht leichter für uns. Du musst mich rausbringen, Mann. Sonst jetzt bin ich halt am Arsch. Doch mal die Klappe. Was ist denn los mit dir? Muss irgendwie da um die Ecke kommen, aber die Bullen bleiben da einfach mal stehen. Hier ist nichts. Irgendwelche Spuren? Oh. Ruhe bewahren und Kopf unten halten. Ach du Scheiße. Es biegt bloß ab. Nein, er fährt hier vorbei. Ach, leck mich doch am Arsch. Ich war doch fast schon da. Das hat mich jetzt auch so ein bisschen geärgert. Es ist alles schiefgelaufen. Eddie ist tot. Ich hab ihn da liegen lassen. Okay, versuch mal nochmal. Die Bullen kamen aus dem Nichts. So eine Scheiße. Folg einfach der Strecke und halt die Augen offen. Die Bullen suchen uns. Deine Strecke ist Selbstmord. Sitz still und halt den Mund. Halt dich an den Plan. Ich weiß, was ich tue. Und deswegen ist dein Kumpel jetzt tot? Halt den Kopf unten. Leitstelle, wir kümmern uns um die Gassen und versuchen, ihn rauszutreiben. Verstanden. Alle Brücken der Umgebung sind oben, außer Wells. Aber da kommt gleich Verstärkung rein. Oh, Verzeihung. Das wollte ich nicht. Also, wie lautet der Plan? Sprich mit mir. Du musst der fährt da runter, fahr ich hierher? Die ganze Insel ist dicht. Wir bleiben in den Seitengassen. Parkhäuser. Immer außer Sicht. Sobald ich den Motor und die Lichter abstelle, verhältst du dich ruhig. Dann sind wir nur ein geparktes Auto. Verstanden? Immer auf der Außersicht, auf der Hauptstraße. Scheiße, meine Hände hören nicht auf zu zittern. Hast du schon mal einen mit Bauchschuss gesehen? So viele. BTF? War das jetzt so einfach? Hab ich nicht verstanden. Na komm, Mann, sprich mit mir. Ich flipp gleich aus. Vielleicht lebt Eddie noch, hä? Er wurde im Bauch getroffen. Hab mal gehört, das sei nicht so schlimm. Oh, fuck, Mann. Die sagten ja, du wärst gut. Geschafft. Weißt du, gerade so voll langwierig und total schwer und mein Mikro übersteuert wird? Ich weiß gar nicht, warum.
Weiß gar nicht, was da los ist. Das muss hier irgendwo runter. Das kann man hier nirgendwo mehr runterfahren. So, Sekunde. Wir fahren mal hier irgendwo. Da, hier, hier, guck mal. Da fahren wir mal schön gekonnt um die Ecke rum. Aber ich frage mich, wie sich das Spiel noch entwickelt. Ob es halt immer dasselbe ist, was man machen muss. Ob sich das alles so häuft. Ich meine, die ganzen... Nicht die ganzen, aber viele der Ubisoft-Spiele waren halt so. Man hat halt am Anfang immer so alles cool, alles neu. Und irgendwann hat man halt immer dasselbe gemacht. So ziemlich. So leid es mir tut. Da, beim Fahren hat man immer noch diese Mikro-Hochler drin. Wir treffen ein paar Leute hier. Vermassel ich jetzt nicht. Oh. Verdammt nochmal. Das ist Lucky Quinn. Der Boss vom Club, was will der? Er trifft sich nicht mit uns. Sondern mit dir. Jemand wusste was. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Das sollte gar keiner sein. Ich meine, das ist eine Computerfabrik, oder? Ich drehe mich um und der Alarm geht los. Die Bullen waren so schnell da. Ich habe nicht... Psst. Ruhig jetzt. Es ist vorbei, Sohn. Wenigstens habe ich's, stimmt's? Darum geht's doch. Genau darum geht es tatsächlich. So funktioniert die Welt. Nicht viel Raum für Fehler. Oh, das verstehe ich, Mr. Quinn. Es war aber nicht mein Fehler. Wirklich Beruhige nicht. Beruhige dich. Es ist gut. Beruhigt. Hast du deine Mama angerufen? Deine Freunde? Dein Mädchen? Nein, Sir. Ich war in Eile. Das ist gut. Sehr gut. Ja, WTF? Wahrscheinlich ganz leise in der Gasse dreimal schießen. Sag deinem Arbeitgeber, ich rufe wieder an. Wenn ich noch eine Lieferung brauche. Holy shit! Dann bleiben die erstmal ruhig und cool stehen und dann fahren sie wahrscheinlich weg. Lucky Scheiß Quinn. Er führt den Chicago South Club. Diese Arschlöcher beuteten Chicago aus, als ich noch gar nicht lebte. Ich hätte der Stadt einen Gefallen getan, wenn ich ihn erledigt hätte. Aber genau das will ich ja nicht mehr machen. Es kommt immer alles zurück. Das darf nicht wieder passieren. Ja, er will sich wohl raushalten, das... Ah, mein Telefon, sehr gut. Hey, wie war's? Hast du den Job erledigt? Hast du etwa gedacht, ich arbeite gerne für den Scheißclub? Ein Barscheck ist ein Barscheck. Trenn endlich mal die Moral von der Kohle. Entspann dich. Hör mal, ich kann dir einen Kontakt verschaffen. Er besorgt dir bessere Voraufträge, wenn du willst. Ja, sicher. Weiß nicht, ob ich annehme. Gib ihm meinen Namen. Er sagt schon Nein zu mehr Kohle. Oh, und weil du fragst, Maurice geht es in seinem neuen Zuhause echt gut. Sehen sich in der Vorstellung Smartphone an. So. Mittlere Maus, das ist total die blöde Navigation. Ich hätte gerne Mauszeige, wenn sowas schon ist. Decksack Faltguide. Fähigkeitenbaum, Statistiken, Bestenliste. Die digitale Trips sind auch sehr, sehr geil. Wo sind sie? Ah, hier. 4 Stück, nicht verfügbar während Mission. Mission beendet. Jetzt werden sie verfügbar. Aber wir gucken uns mal was anderes an. Noch nicht die digitalen Dinger. Oh, geiler Wagen. Boah, ich habe gleich ein Level up. Was ist denn hier mit dem Roten? Hä? Wer redet denn da? Ach, gehen wir erstmal zu dem Gelben. Ich habe etwas für dich. Wir müssen uns treffen. Treffen?
Etwa persönlich? Soll ich nach einem Typ mit einer Maske suchen? Keine Maske. Folge einfach meinem Signal. Ich dachte, du wolltest keine treffen. Das stimmt. Aber es muss sein. Nee, ich akzeptiere mal jetzt nix. Wer weiß, wo ich dann wieder bin. Also online funktioniert wohl. Ich weiß doch gar nicht, ob man mich da direkt erkennt. Ich habe echt da keine Ahnung. Es gab eine Drinkers denke sich, dass einer aus, damit ein Verlag Interesse zeigt. Die haben sein Gesicht unkenntlich gemacht und die Stimme des Stadions, während auf den Tribünen Tausende das Spiel ansahen. Ausgezeichnet! Akt 1, eine neue Welt. Ich hatte schon oft mit Bad Boy zu tun, aber seine Identität blieb immer geheim. So funktioniert der Zack. Jetzt will er mich treffen. Sehr ungewöhnlich. Ich werde ihn mal durchschütteln und sehen, was er vorhat. Da runter? Ah ja. Jetzt habe ich natürlich noch keine geile Waffe dabei, obwohl hier ist noch ein Geldautomat, den nehme ich nur mal mit. Wollte schon sagen, was packt eigentlich dein Handy weg? Läuft wohl langsam. Deswegen haben die das ans Spiel auch rausgebracht. Die wollten halt ein Spiel rausbringen, wo die Leute ständig auf ihr Handy gucken. Weil das so ist wie in echt. Bad Boy. Was? Bad Boy 17. Bitte was? Bad Boy 17? Clara. Clara. Oh, so ein T-Shirt habe ich auch. Sehe ich aus wie ein Bad Boy? Ich würde sagen, eher wie ein Risiko. Ich mach dir doch keine Angst. Hast du Grund, mir Angst zu machen? Jetzt wirst du aber paranoid. Ach ja? Irgendwer mischt mein Leben auf. Bedroht meine Familie und gleichzeitig will sich der mysteriöse Bad Boy mit mir treffen? Und er ist eine Sie? Er ist eine Lüge? Hör mal. Ich muss dir vertrauen können, Clara. An deiner Stelle würde ich mir nicht trauen. Aber hier ist ein Grund zuzuhören. Die Nachricht, die du geschickt hast. Ich weiß, wo man ihn findet. Ja, also deswegen müssen wir uns ja nicht persönlich treffen. Doch. Das persönliche Treffen war nötig. Du wolltest Dead Sex System Hacks? Jetzt hast du mich. Du solltest etwas netter sein. Ich eröffne dir gerade eine neue Welt. Ja. Du bist nicht die erste Frau, die mir sowas verspricht. Damit machen die all ihre Drecksarbeit. Und sie wissen nicht, dass ich Zugang habe. Du hast es geklaut? Ein mächtiges Tool. Aber mach keine Fehler. Du kannst schnell jemanden verletzen. Sehr. Ich glaube, du vertraust mir nicht. Gib mir einen Grund, dir zu vertrauen. Na gut. Der Typ mit der Nachricht. Wie finden wir ihn? Wir arbeiten zusammen. Du mit allem, was ich dir geschickt habe. Ich verfolge sein Signal. Guck auf den Arsch. Das ist nicht ganz das, was ich erwartet habe. Und du bist genauso, wie ich dachte, Aiden. Aiden! Aiden, was los? Was habe ich jetzt? Dead Sack? Skillpunkt erhalten. Ausgezeichnet. Neue Fähigkeiten freigeschaltet. Sie haben nun Zugang zu allen verfügbaren Fähigkeiten. Oh. Auch ein geiler Satz. Sie haben Zugang zu allen verfügbaren. Was auch eine Menge. 6 Skillpunkte. Holy shit. Jetzt weiß ich nicht, was ich nehmen soll. Fahren klappt eigentlich ganz gut. Hacken wäre eigentlich mal interessant. Mehr Kohle, obwohl ich noch gar nicht weiß, wofür ich die Kohle brauche. Da haben wir einen neuen Akku. Was haben wir hier? Wo geht's dahin? Hackboost.
Aber wie gesagt, ich weiß ja noch gar nicht, wofür das Geld gut ist. Deswegen lassen wir das erstmal. Gegnerkommunikation stören. Hochbandsteuerung ist für den Arsch. Also ich finde die Sachen eigentlich gut, wo man die Verfolger abschütteln kann. Ach, Nagelsperre heben, senken, das ist gut. Akzeptieren und Helikopter ausschalten, würde ich fast schon sagen. Sind die schon mal rot? Was haben wir hier? Kampf, beschleunigen Sie den Waffenwechsel. Da war ich ja noch nicht so oft drin, den Kampf. Aber ich reduziere mal den von Kugeln erlittenen Schaden. So, aber wenn man überlegt, ich war glaube ich noch nie in einem richtigen Kampf drin. Geil. Ich mit Bad Boy oder Clara. Mach's nicht kompliziert. Voila. Wir müssen also deinen Anrufer finden. Aber erst Clara. Seine Adresse wurde durch einen CTOS-Büroturm gebounced. Kundenservice, Angestellte, Manager. So Sachen halt. Ein Bürogebäude. Wir müssen einen Weg ins Team finden. Du bringst mich ein? Ich gebe dir seinen Standort. Ich kann an der verwundbarsten Stelle ins Gebäude. Da, wo sie Lieferung annehmen. Das ist unterirdisch. In dem Tunnel. Da fange ich an. Hey, tut mir leid, wenn ich unhöflich gewesen bin. Ich weiß, was du vorhattest. Du wolltest mich einschüchtern. Lehrbuchmäßig. In meine Distanzzone treten. Anstarren. Physischer Kontakt. Du hast nach Rissen gesucht. Hast du welche gefunden? Wüsstest du wohl gerne, hm? Es geht doch mal hier in Deckung, Mann. Achso, ich bin doch gar nicht im Sperrbereich. Es wird Zeit, dass der Vorhang hochgeht. Oh, geil. Gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Natürlich ja immer mega geil, ne? Hier reingehen, rumlunzen. Da kann man die Tür zumachen. Hm, hat jetzt nicht so viel gebracht. Ah, da ist noch eine Kamera. Ich meine, ich will jetzt auch noch nicht aufscheuchen, wie ich beim letzten Auftrag erst gemacht habe. Den kann ich sprengen, ausgezeichnet. Bekomme Medikamente für Schizophrenie. Sehr, sehr geil. Oh, da finde ich was. Ich habe jetzt auch noch keine coole Waffe gekauft, weil ich so cool bin. Also ich glaube, hier muss ich eigentlich rein. So, die Tür wäre schon mal auf. Aber ich muss da noch eben hinkommen. Code zugänglich. Warte mal, vielleicht sollte ich hier doch mal alle wegsprengen. Da müsste ich aber erstmal irgendwo sammeln. Komm, geh du auch mal näher dran. Sehr, sehr geil. Pass auf! Och Mann, sprengen kostet wieder ein bisschen mehr, schade. Ich muss sagen, bis mein Akku voll ist. Hä? Vorsicht, ich habe ja zwei Akkus. Sehr, sehr geil. Wow, da geht die Klappe auf und zu. So, jetzt gehen da alle hin, dann kann ich den sprengen. Das wäre mal richtig geil. Komm, komm. Okay, zumindest einer. Ist irgendwie geil. Wir wechseln mal die Kamera. Jetzt haben immer noch zwei Akkus. Sehr, sehr geil. Vier Leute. Warte, wenn da jetzt einer drunter herläuft. Ach, scheiße. Ging jetzt nicht so gut, muss ich zugeben. Nein!
Okay, sind jetzt noch 4 Stück. Ich habe keine Ahnung, was... Ah, ich habe die Silent Pistol. Warnung, sie betreten ein Sperrgebiet. Sehr, sehr geiles Sperrgebiet. Na? Möglicher Kontakt hier. Halte die Augen. Das schaue ich mir genau an. Ich habe nichts gehört. Hier ist ja einer tot. Kann ich hier nur irgendwas anklicken, damit... Ah, hier. Ah, fuck, der ist hinter dem Container. Ah, sehr gut. Jetzt kommt der da runter. Oh, oh, nein, 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 nein. Er will mich doch gar nicht sehen, oder? Ich geh da rüber. Leck mich doch. Sehr, sehr geil. Oh. Ich muss mir keine Waffe kaufen. Neue Waffe freigeschaltet. Weiß gar nicht, ob ich die alle killen muss, aber ist okay. Passt. Liegt überall nur Munition rum. Und guck mal schon, sind wir drin. Das ist ja mal geil. Ich bin im Gebäude. Kannst du irgendwas sehen? Der Lageplan zeigt einen offenen Platz da drin. Und zweifellos mehr Wachen. Ah, diese Hacks, die ich dir aufs Handy geladen habe, sind die perfekte Ablenkung. Damit kannst du die Ausrüstung von jeder Wache da drin stören. Was für Ausrüstung? Alles halt. Hack ihre Handys, Earpieces, Sprengstoffe. Heutzutage wird doch alles mit Chips gesteuert. Okay, ich versuch's. Kannst du die Büros scannen? Such mir einen ungesicherten Laptop. Hab einen. Bradley Coughlin. Oh, nein. Er ist der Chef der Sicherheit. Ja, was auch sonst. Sobald ich drin bin, musst du schnell sein. Track den Anrufer und dann raus. Die Security wird den Einbruch ziemlich schnell bemerken. Sorg dich nicht um mich. Boah, sind hier viele. Das ist die Frage. Sollen wir ein bisschen Unruhe stiften? Oder? Oh. Hatte ich jetzt irgendwie Bock drauf. Komm mal, komm mal, dann läuft der nächste schon drüber. Oh, da warte, warte. Jawoll, erwischt. Sag bloß, die laufen alle jetzt nach und nach über die Dinger. Hier unten her, hallo. Schade. Können wir hier nochmal zurück? Alter, wir sind schon lang. Oh, hier, hier, komm. Komm, lauf vorbei. Habe ich beide gekillt. Wie epic ist das denn damit? Oh, Skillpunkte erhalten. Das ist ja mal eine richtig... Hä? Ah, Fichtenbaum. Es laufen aber ganz viele Leute rum. Was ist das denn? Schnellerer Waffenwechsel ist, glaube ich, erstmal für ein... Ah, was haben wir denn hier? Splittergranaten, Gemcoms. Bring die Cops zum Schweigen, okay. Gehen wir mal hier so ein bisschen auf Kampf, aber ich würde sagen, wenn euch der Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Der Part, also der nächste Part kommt morgen und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis im nächsten Part. Tschüss.